sagen wir hier 5% von den Leuten, wo du hier auf deine Seite dann schickst, auf deine Landingpage, die du einkaufst, tragen sich dann, sagen wir mal, ein. Das heißt, aus denen entsteht dann ein Lead. Das ist dann sowas in der Richtung, wie wenn ich telefonische Kaltakquise mache, ich werde durchgestellt, ja, habe ich schon viele Videos drüber gemacht, kannst du dir auf YouTube zum Beispiel anschauen oder auch in der Akademie. Wirst durchgestellt und die Person, du triffst einen Entscheider oder einen Entscheider oder starken Influencer und du redest mit denen, der gibt dir ein paar Infos, du machst ein bisschen eine Qualifizierung mit dem, aktuelle Bedarfssituation, aktuellen Status Quo etc. Und der sagt, naja, schick mir mal ein paar Infos über ihre Firma. Dann hast du hier ungefähr den Status Quo, ja, wenn du zum Beispiel mit A, B, C, D Leads arbeitest, hast du vielleicht so ein C Lead oder ein B Lead oder sowas in der Richtung. Ja, also das ist schon mal sozusagen ein etwas, sagen wir mal, aus einer kalten Kontakt, ja, hast du ein warmes Lied gemacht. Ne? Also das ist jetzt hier schon mal, sagen wir mal, viele sagen auch einfach, das hier ist schon mal warm. Ja?